Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die AMG-Box von Millionär. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. AMG von Millionär, nicht Mercedes AMG, sondern AMG steht in diesem Fall für Ausländer mit Geld. Und Geld ist auch hier das Thema. Also wir sehen hier das Boxdesign in so einer Geldscheinoptik. 5 Millionen lesen wir hier. Haben wir noch eine Seriennummer, Aslax, das Logo. Millionär AMG steht hier groß und fett. Limited Edition Album Box. Und hier haben wir auch gleich den Inhalt aufgelistet. Inklusive 4 Bonustracks, alle Instrumentals, T-Shirt-Größe L, Sticker und Poster. Ansonsten haben wir hier noch den Hinweis, Bergedorfer Zentralbank. Und hier, so wie man auch auf, ist leider schwer zu sehen, weil die Schrift sehr, sehr klein ist. Also ich lese es euch einfach mal vor. Hier steht, wer Millionär nachmacht oder verfälscht oder nachgemachte oder verfälschte sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 2 Jahren bestraft. Alles klar. Das Ganze vom Boxdesign wie so ein Geldbündel. Also hier haben wir eben die Geldschleife und dann hier die Optik, als wären das ganz viele Scheine aufeinander gestapelt. So sieht das Ganze aus. Auch hier noch das Millionär-Logo. Und auf der Rückseite haben wir auch schon die Tracklist aufgedruckt. Schauen wir uns dann drinnen beim Album noch genauer an. Und hier eben noch ein Barcode und die Credits. Gut, vom Design her ist es eine klassische Clubbox. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein T-Shirt, einen Sticker, ein Poster, das Album und die Album Instrumentals. Und hier haben wir wieder so eine Einfassung, wo man das Album hineingeben kann. Box von innen in weiß. Und wie immer fangen wir an mit dem Album. Hier haben wir auch wieder so eine Geldscheinoptik, allerdings unterscheidet sich diese in der Farbe und im Wert. Also die Box war ja in diesem Design 5 Millionen und hier haben wir genauso wie bei Euro, 100 Euro sind hier grün, 500 Euro sind lila, hier haben wir 1 Million. Also das Album an sich ist ein Fünftel so viel wert wie die Box, beziehungsweise die Instrumentals. Ausländer mit Geld lesen wir hier wieder. Vom Design her genau dasselbe, nur eben der Wert und die Farbe anders. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben 19 Tracks an der Zahl und wir haben jede Menge Features. Wir haben Features von Capo, Haftbefehl, Hannibal, nochmal Haftbefehl, nochmal Capo, Chelo und Abdi, Harris, Mosch 36, Nassar, Hamad 45, 6060, Emo 33, Fahrt und Hulibabo. Was ich allerdings sehr spannend finde, was glaube ich vom Design her ein Fehler war. Wir haben die Features generell hier in schwarz gehalten. Allerdings haben wir hier Track Nummer 14. Der nennt sich Dadash Iso und hier steht noch Featuring DOE und 6060. Allerdings ist Featuring DOE hier in weiß gehalten. Ich gehe mal stark davon aus, das hätte auch schwarz gehört. Kleine Anmerkung am Rande. Von diesen 19 Tracks sind meine Favoriten 3 Stück. Und zwar einmal Track Nummer 6, Bleib mal locker lang, mit Haftbefehl und Hannibal. Ein richtiger Banger, fetter Beat, geht gut nach vorne. Dann haben wir den Track Hör gut zu, mit Fahrt. Bisschen deeper, aber gefällt mir richtig gut. Und das Outro. Ja, diese 3 Tracks sind mir jetzt speziell im Gedächtnis geblieben. Dann schauen wir mal in das Album hinein. Wir haben natürlich auf der linken Seite wie immer das Booklet. Millionär, wie man ihn kennt. Also mit Anzug nicht, meistens mit Jogginghose, aber 500-Euro-Scheine. Die bringt man mit ihm in Verbindung. Rolex ist auch am Start.
Und dann haben wir hier die Tracks einzeln aufgelistet, inklusive der Infos, wer daran beteiligt war. Ja, was auch sonst, nochmal Millionär mit 500ern. Die nächsten Tracks aufgelistet. Dann haben wir hier eine Danksagung. Könnt ihr euch natürlich kurz das Video anhalten und durchlesen. Und dann haben wir hier noch ein Foto von Millionär, wie er gerade die Ärmel seines Hemdes aufstrickt. So sieht das Ganze aus. Okay. Die CD an sich, auch in dieser grün-weiß Optik gehalten. Dann haben wir hier noch die Infos über Social Media und Facebook. So sieht die CD aus. Dann haben wir die Instrumentals, diese wie gesagt in lila gehalten, in diesem 500 Euro Design mehr oder weniger. Und hier haben wir 19 Tracks an der Zahl, bedeutet wir haben hier keine Skits oder sonstigen Lückenfüller, es sind wirklich 19 vollwertige Tracks. Die CD sieht folgendermaßen aus, AMG Instrumentals und das Ganze in einer Papphülle. Dann haben wir einen Sticker im Hochformat, nur einen Sticker, dafür der relativ groß, also so im Postkartenformat. AMG, also A6 ist das meines Wissens, Millionär AMG, wie wir es auch schon von der Box kennen, allerdings hier der Unterschied in der Geldschlaufe vom Design her, etwas abgewandelt. Dann haben wir das Poster. Dieses ist einseitig bedruckt. Ein bisschen Platz. So, so sieht das Ganze aus. Also wir haben hier Millionär wieder in dieser Geldscheinoptik. Und hier haben wir noch einen Vermerk. Und zwar steht hier dieses Poster. Ich hoffe, man kann das lesen. Dieses Poster hängt im Zimmer eines... Das ist leider etwas unscharf gerade. Dieses Poster hängt im Zimmer eines stolzen Besitzers der Limited Edition Albumbox von Millionär AMG. Also, damit auch jeder gleich Bescheid weiß, woher dieses Poster stammt. Und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box noch ein Shirt. So sieht das aus. Millionär Ausländer mit Geld lesen wir hier. Neckprint haben wir keinen. Und wir haben es zu tun mit einem Fruit of the Loom Classic Value Weight in der Größe L. Das Ganze sind 100% Baumwolle und made in Marokko. Alles klar. Schauen wir uns dann noch im Detail an, wie das Ganze aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier im Brust- bzw. Bauchbereich groß Millionär abgebildet. In dieser Geldscheinoptik, hier in diesem grün-weiß Design. Hier den Schriftzug Millionär Ausländer mit Geld AMG. Und das T-Shirt ansonsten komplett in schwarz gehalten. Ich muss ehrlich sagen, ist jetzt nicht ganz so mein Fall mit der, ja, mit der Fresse von Millionär auf der Brust, auf dem Shirt herumzulaufen. Und grün und weiß ist jetzt auch nicht unbedingt meine Farbkombination, aber ja, muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, das Poster im Hochformat einseitig bedruckt, diesen Sticker im A6 Format, die Instrumentals in der Papphülle und das Album AMG. Das alles in dieser wunderbaren Box AMG von Millionär. Mich würde natürlich interessieren, was ihr von dem Album bzw. der Box haltet. Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Millionär unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.